Und damit herzlich willkommen zurück zu meiner zweiten Let's Play Session von Stray. Natürlich auch willkommen zurück bei YouTube. Willkommen zur fünften Folge von Stray. In der letzten Folge sind wir da stehen geblieben, wo wir die Tagebücher für Momo gesucht haben. Und genau in dem Punkt werden wir jetzt weitermachen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ohne groß zu reden, legen wir los mit Stray. So. Wir hatten ja Momo die Bücher gegeben. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Senderempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Sendeempfänger, neuen Gegenstand errungen. Kleinen Moment. Ich muss ja auch den Chat hierfür haben. So. Genau. Weiter. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier auch bei Twitch. Und schauen wir uns dieses schöne Spiel mal weiter an. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zorks zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenwälder. Bring uns in den Himmel. Hi, Unswatchable. Willkommen bei Twitch. Jo, Ende. Kann ich mit ihm nochmal reden? Er sagt dasselbe noch immer, okay. War hier noch irgendwas? Nein. Dann. Soll ich jetzt in den Fahrstuhl, ja? Haben die ausgesperrt? Ach, hier. Aber wir kommen jetzt erstmal gar nicht mehr zurück, so wie es aussieht. Ist jetzt ein bisschen weit oben, oder? Mikrofon. Ton ist hoffentlich okay. Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir mal hier hin. Hep. Sind wir jetzt eigentlich auf der anderen Seite, oder? Ah. Die Dächer. Erstmal die Krallen schärfen. Ja, stoppen. Ich habe übrigens mal nach den Trophäen geguckt. Es gibt echt witzige Trophäen, also. Es gibt sogar eine Trophäe, wenn man das Spiel in unter 2 Stunden durchspielt. Das ist hart. Da drüben lauert Gefahr. Hallo Onja. Ich weiß, wer das ist. Wir müssen jetzt irgendwie an denen vorbei. Dann müssen wir schnell machen, wa? Wohin denn? Oh oh. Das sehen wir auch mal, wenn es uns leider erwischt. Muss mal genau gucken, wo ich hin muss. So. Nach unten denke ich mal nicht. Ich muss, glaube ich, da drüben hoch. Also da, wo jetzt mein Rucksack ist. Was stand da eben eigentlich gerade? Miau, um Feinde anzulocken. Ah. Genau so hätte ich das, glaube ich, vor der Reihe machen sollen. Okay. Ich komme aber jetzt nicht hoch, oder? Nein. Ich vermute mal, wir müssen da lang. Kommt mal her. Das war knapp. Erinnerung.
Die Stadt ist voller Nähe und das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltet jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Na, scheint im ersten Gebiet, dass wir zwei Erinnerungen noch nicht gefunden haben. Na gut. Hier muss man jetzt lang. Hier hoch? Oh. Cool. Die Katze kommt aber echt überall hin. Aber hier jetzt war er. Anscheinend nicht. Ah, nochmal extra Schwung. Hier haben wir wieder einen Roll. Rolle, roll. Rolle nicht darunter. Ah, ich verstehe. So müsste reichen. Hep. Oh, ein Hep. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wie lange jetzt übrigens die Station geht, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, je nachdem, wie lange ich Lust habe. Nicht cool. Tür hacken. Will ich die Tür hacken? Ich komme darüber, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Alle einsperren. Oh, ich soll doch mal abhauen. Ganz vergessen, dass auf meiner Seite wieder aufgeht. Ihr bleibt schön da drin. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen die Rätseleinlagen zur Geltung, ja? Da oben muss ich hin. Ich gucke lieber erstmal nach, bevor ich wieder drauf gehe. Eimer. Was ist das eigentlich? Sind das Eier? Wie komme ich jetzt da hoch? Ich sehe jetzt das Brett. Aber ich muss das mal da hoch. Okay. Hat sich erledigt. Ich glaube, von allen Videospielen, die ich jemals gespielt habe, ist das das süßeste Videospielfigur, oder? Was meint ihr? Gott, wie das hier aussieht. Das erinnert mich ein bisschen an hier The Last of Us, an den Pilzvirus. Virus. Den
Cordyceps, genau so hieß er. Das riecht doch hier eindeutig nach Gefahr. Naja, da hinten. Ich glaube, ich muss dahin, wo die Lampe ist. Oder? Ja. Mal vorsichtig sein. Lasst mich. Die könnten alle darunter fallen. Oh, die fallen sogar wirklich darunter. Ihr seid böse. Das sind auch nochmal welche. Ah, ich hab eine Idee. Oh, nepp. Ich brauch die Tonne, so wie es aussieht. Was soll ich das denn machen? Ah, ich kann von der anderen Seite hängen, okay. So, ich muss da ja auch rausrollen, ich Dulli. Die platzen ja. Mal von nahen angucken. Komische Dinger. Kommt aber jetzt nicht hierher, oder? Und jetzt? Ach so. Hab's gesehen. Seid ihr verrückt? Da kommen die gleich zu mir. Aber knapp. Wie hoch ist eigentlich dieses Gebäude? Da ist der Fahrstuhl. Okay. Bevor ich den umlege, gucke ich mich erstmal hier um. Kann ich da reingucken? Okay. Nicht cool. Ich glaube, bis der Fahrstuhl da ist. Nein. Ah, das war's. Armes Kätzchen. Das war jetzt blöd.
Kann ich mich hier irgendwo... Komme ich da nochmal hoch? Nee. Schade. Ich muss hier meine Runden rennen, bis die kommen. Ich wollte eigentlich hier drauf und dann auf dem Fahrstuhl. Hat aber nicht so funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Das viele, ey. War knapp. Searchable, ich kann dir sagen, es gibt eine Trophäe, wenn die Katze 9-mal stirbt. Sind wir oben jetzt sicher, ja? Wir sind hier, befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. An der hier. Na dann, mal gucken, was passiert. Schau die Aussicht, von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war einer Katastrophe völlig verrötet, unbewohnbar und gefährlich. Verödet. Verrötet. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Oh, wenigstens gibt es einen schnellen Weg zurück, so wie es aussieht. Und zwar mit dem Eimer. Let's go. Schöne Aussicht. Ach, sind wir wieder bei Momo im Haus, oder?
Die Slums Teil 2. Lass mal kratzen. Ist der Ball? Ja, aber Momo ist nicht da. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwetter, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Ja, ganz einfach. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Hab ich den Code jetzt? Oh, nee, halt. Ja. Okay. Gab's hier eigentlich noch was? Ach, hier. Haben wir vorhin verpasst. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Gibt's in echt nicht. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Ah, jetzt haben wir noch eins hier in den Slums anscheinend. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass sie 16 Stunden am Tag haben? Ist das überhaupt die Erde? Weil 16 Stunden? Das ist eine krasse Uhr. Ja, der Code. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet, es war ein H, glaube ich. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder was? War es eine 0? Schauen wir mal. Hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Dann auf zur Bar. Sich hier irgendwas verändert? Das Miauen ist cool. Kann man jederzeit machen, das Miauen. Das kann sein, Unsearchable. Die Bar war, ich glaube, hier unten in der Mitte, oder? Flaschen! Ist er hier eigentlich noch da? Ja, sagst du irgendwas Neues? Oh hell, du bist es. Was für ein komischer kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst. Nee, sag dasselbe. Okay. Übrigens, den Poncho, den wir bekommen haben, den müssen wir irgendjemandem geben. So viel habe ich erfahren. Aber wer das ist, keine Ahnung. Weil irgendeine Maschine friert. Aber ich glaube, das ist hier nicht in den Slums. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass hier irgendjemand gefroren hätte. Ups. Ja, nee, wollte ich nicht. Das wollte ich mal anmachen. Ach, hier sind wir hergekommen, okay. Das Geräusch war jetzt, glaube ich, der Eimer. Wer bist du? Mit denen kann ich nicht reden. Er macht immer noch die Farbe weg. Er ist ganz schön sauer. Erstmal Fußtapsen machen. Frierst du? Der Typ putzt schon wieder die Farbe weg. Der weiß, diese Reinigungsmittel echt gut zum Einsatz zu bringen. Sagst du was zu dem Poncho? Nee. Gut. Dann habe ich keine Ahnung, was war das? Können wir nochmal kratzen?
Bitte sei nicht so kindisch, ich werde dir nicht wehtun. Hä? Die Bar, hier, da ist er. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Falsche, da will ich hin. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das, Balthasar? Momo, psch. Ich fass es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Was für ein dummer Name. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, psch. Wir sind in Sicherheit, psch. Wir haben einen Weg nach oben gefunden, psch. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Psst, sehr gefährlich. Psst, Zorks überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich weiß es nicht selber. Balthasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Den wir jetzt wo gehen müssen. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zorks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheit geht mich nichts an. Aber in den Sequenzen kannst du miauen. Seamus? Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zorks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist es unsere Tür zu den Außenwäldern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Und wie es da weitergeht? Seht ihr in der nächsten Folge bei YouTube. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Und bis dahin, haut rein!